Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie trotz des wunderbaren Wetters zur finalen Ausgabe unserer Ringvorlesung nach den Sternen greifen, der Weltraum als Wirtschafts-, Lebens- und Wettbewerbsraum im 21. Jahrhundert gekommen sind. Ich freue mich, Sie im Namen der vier Partner des Kasses der Universität Bonn, die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, die Konrad-Adenauer-Stiftung sowie das Forschungsnetzwerk Sichtwerk auch heute Abend wieder begrüßen können zu dürfen. Im Zuge der Ringvorlesung haben wir den vielfältigen Ist-Zustand oder vielmehr die vielfältigen Ist-Zustände des Weltraums in den Bereichen Politik, Recht, Sicherheit und Wirtschaft aus wirklich sehr verschiedenen Perspektiven beleuchten können. Viele Aspekte, wie etwa die Weltraummedizin, Astrobergbau, Exosoziologie, die Planung neuer Mondmissionen oder grundsätzlich Forschungspolitik im Weltraum, konnten wir aus Zeitgründen bisher leider noch nicht berücksichtigen. Dafür haben wir ausgiebige Blicke in die Vergangenheiten oder in die Geschichte verschiedener Aspekte des Weltraums und der Weltraumpolitik werfen können. In den letzten beiden Veranstaltungen haben wir zudem erste Blicke in die Zukunft geworfen, die häufig realistisch im Ansatz waren und versucht haben, relevante Zukunftsfragen rund um die deutsche und europäische Weltraumpolitik vielleicht nicht immer zu beantworten, aber zumindest zu stellen und zu benennen. Und das ist ja manchmal schon ein guter Anfang, wenn man das tut. Heute, meine sehr verehrten Damen, gehen wir noch einen Schritt weiter und beschäftigen uns mit der Frage, inwiefern das All ein Zukunftsraum und ein Zukunftstraum der Menschheit ist bzw. sein kann. Gerne erinnere ich an dieser Stelle an den Vortrag von Michael Lauster von der Fraunhofer Space Alliance, in welcher dieser vor zwei Sitzungen im Rahmen dieser Ringvorlesung gerade das Genre des Science Fiction als die für ihn spannendste Literaturgattung der gegenwärtigen Publikationen bezeichnete. Und in der Tat, ohne Science Fiction geht es schlichtweg nicht. Und das ist auch das Thema der heutigen Veranstaltung. Von Napoleon Bonaparte ist das Bonmot überliefert, wonach die Menschen nicht geleitet werden können. Die Menschen können nicht geleitet werden, wenn man ihnen nicht die Zukunft zeigen würde. Der weltbekannte Corse wusste, dass Führung immer mit Hoffnung, mit Ausblick, mit Hinwendung handelt. Der Weltraum, unendliche Weiten oder Space, the final frontier, das konnten Sie dem Ankündigungstext entnehmen, so heißt es im deutschen bzw. englischen Intro der wohl berühmtesten Science-Fiction-Serie der Welt, die im ersten Space Age nicht unerheblich zur damaligen Weltraumbegeisterung beitrug. Der Weltraum als praktisch unbegrenzter Raum oder das All als kultureller Traum, beide Formulierungen binden Science und Fiction aneinander. Wissenschaft, Science und Vorstellung, Fiction lieferten als Astronomie und Science-Fiction, Literatur beispielsweise, Träume der Nutzung des Weltraums. Doch erst die moderne Raumfahrt ab den 1940ern, welche die Menschheit buchstäblich ins All katapultierte, machte den Weltraum endgültig zu einem wirklich nutzbaren, einem wirklich greifbaren, einem wirklich betretbaren Raum menschlichen Handels. Meine Damen und Herren, wie Sie wissen, ist die Prämisse dieser Ringvorlesung die Feststellung, dass die Infrastrukturen, die im Weltraum platziert sind, essentiell für das Funktionieren und auch für das Überleben hochmoderner Industriegesellschaften sind. Das beschränkt sich nicht nur, aber eben auch, also beschränkt sich nicht nur auf Deutschland, gilt aber insbesondere auch für unser Land sehr, wie Gilles Rabon in der letzten Woche noch einmal sehr stark verdeutlicht hat. Zugleich ist, dies wurde im Laufe der Ringvorlesung von fast allen Expertinnen und Experten thematisiert, eine erstaunliche Ignoranz gegenüber der tatsächlichen Bedeutsamkeit dieser fünften Sphäre menschlicher Existenz festzustellen. Diese Weltraumblindheit, wie ich es nennen möchte, von uns als Bevölkerung, aber auch unseren Funktionseliten, ist überaus bedauerlich, denn sie verhindert im Grunde, dass wir uns adäquat mit der Bewahrung der nachhaltigen Nutzbarkeit, den dortigen geopolitischen, astropolitischen Rivalitäten beschäftigen. Diese Weltraumblindheit ist vermutlich auch einer der Gründe dafür, also insbesondere die Weltraumblindheit in der Öffentlichkeit, dass sich die politisch Verantwortlichen in Deutschland nur unzureichend, Gilles Rabon hat es in der letzten Woche beklagt, mit dieser fünften Sphäre menschlicher Existenz beschäftigen
und Sie haben die Einsparungen im deutschen Weltraumbudget 2024 mitbekommen, unzureichende Mittel bereitstellen, damit die Akteure von Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum, Raumfahrtagentur, Weltraumkommando und vielen anderen die Aufgaben, die sie haben, bewältigen können. Heute, jetzt komme ich wieder zurück zum Thema der heutigen Sitzung, nach einer jahrzehntelangen, fast schon routinierten Weltraumnutzung, das Erstaunliche, ja das Fantastische, der GPS-Navigation hat seinen Zauber aufgrund der alltäglichen Verfügbarkeit dieser Technologie verloren. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten eine Woche lang kein GPS. Ihre Amazon-Pakete kämen nicht, die Apotheken würden nicht entsprechend gefüllt, die LKWs würden im Stau stehen. Viele Teile der modernen Logistik hängen an der Verfügbarkeit dieser Daten, und nur diesen Bereich einmal zu nennen. Jedenfalls, diese neue Zauber wird durch New Space, durch den neuen Weltraum, den Arne Gausepohl benannt hat oder beschrieben hat in seinem Teil der Ringvorlesung, wieder hoffentlich neu entfacht. Und das wird insbesondere angetrieben von Visionären wie, der Name ist schon öfter in dieser Ringvorlesung gefallen, Elon Musk und seinem Traum, die Menschheit zu einer multiplanetaren Spezies zu machen und damit in eine ganz neue Dimension menschlicher Raumfahrt einzutreten. Und diese neue Dimension der Raumfahrt, die der Menschheit außerordentlich unwirksam, gar utopisch vorkommen muss, träumt nicht nur von menschlichen Siedlungen auf Mond und Mars, also dem Ziel von Musk, dass wir eine multiplanetare Spezies werden. Und das mag man am Anfang vielleicht etwas belächeln, aber wenn Sie sich überlegen, dass vor 66 Millionen Jahren ein größerer Asteroid drei Viertel des Lebens auf dieser Erde ausgelöscht hat, und das weiß ich eben durch die vielen Dokumentationen, die mein Sohn gesehen hat, weil er sich mit Dinos sehr beschäftigt, damit überhaupt erst uns als Säugetiere die Chance gegeben hat, sich zu entwickeln. Wenn sich also diesen Einschlag in der Erdgeschichte, die auch für uns ein Einschlag als Spezies war, vergegenwärtigen und darüber nachdenken, dass vor ziemlich genau 10 Jahren in der russischen Stadt Chelyabinsk ein Asteroid, ein Himmelskörper, einige 100 Meter, glaube ich, über der Erdoberfläche explodierte und dabei die Kraft von, ich glaube, 30 Hiroshima-Bomben freisetzte. 30 Hiroshima-Bomben. Und dieser Himmelskörper war vergleichsweise klein, 60 Meter im Durchmesser, 12.000 Tonnen. Zum gleichen Zeitraum war interessanterweise in unmittelbarer Nähe der Erde, 2 Erdumfänge entfernt, Durchmesser entfernt, ein anderer Meteorit unterwegs. Der hatte das 10-fache an Gewicht, 120.000. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn der gelandet wäre. Eine Großstadt auszulöschen, das wäre ein wirklich planetares Ereignis. Also jenseits dieser menschlichen Siedlungen vom Mond und Mars, die dann helfen könnten, einen Wiederaufbau im Fall eines solchen Einschlages einzuleiten, träumen wir von gewaltigen Fabriken im Weltraum, Raumbasen, die jetzt auch zukünftig schon in einer Dekade um den Mond kreisen sollen, regelmäßigen Raumflügen, dem Abbau von Erzen auf Asteroiden oder Monden, touristischen Ausflügen und gewaltige Solarfarmen, die die Sonnenenergie auf die Erde bieten. In der Tat, viele der gerade benannten Dinge sind aus heutiger Sicht utopisch, fantastisch, geradezu erstaunlich. Der heutige Vortrag soll daher den Weltraum sowohl als Traum und als Raum beleuchten und sich unter anderem der Fragestellung widmen, was eine Erschließung des Weltraums sowohl kulturell, philosophisch als auch durchaus handfest ökonomisch und politisch bedeuten könnte. Wir werfen einen Blick auf die Evolution der Technologie und schauen, ob wir als Menschheit soweit sind, selbstbewusst in den Weltraum vorzudringen und damit, wie Konstantin Tsiolkovsky sagte, die Erde, unsere Krippe, zu verlassen und vorzustoßen in unendliche Weiten zur Final Frontier. Ich freue mich sehr, dass wir mit Arne Sönnigsen einen kundigen, sehr geschätzten Kollegen für dieses hochspannende Thema gewinnen konnten. Ich hatte Ihnen Arne bereits in einer der vorangegangenen Veranstaltungen vorgestellt und möchte Sie gerne noch mit einigen weiteren Informationen zu seiner Vita versehen. Arne Sönnigsen ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für internationale Beziehungen und Entwicklungspolitik der Universität Duisburg-Essen. Arne koordiniert und betreut dort das Forschungsnetzwerk Sichtraum, dem auch ich angehöre, und ist ein wichtiger Partner dieser Ringvorlesung. Er schrieb seine Masterarbeit rund um das Thema Utopien und beschäftigt sich in seiner Doktorarbeit, welche er in wenigen Monaten einreichen wird, mit den Auswirkungen von Technologien auf die Genese von Governance, also die Regierung, Regulierung, ausgewählter weltraumbezogener Fälle, wie beispielsweise New Space Trägersystem, dem Weltraumverkehrsmanagement, sogenanntes Space Traffic Management und Weltraumstreitkräften.
Lieber Arne, vielen herzlichen Dank, dass du heute hierher gekommen bist, um deine Expertise, auch deine Leidenschaft und um das Thema Zukunft der Weltraumutopie mit uns zu teilen und deinen Enthusiasmus in Weltraumdingen hier begeisternd vorzutragen. Dankeschön, willkommen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich muss einmal kurz meine Zeit starten, sonst funktioniert das nicht. So. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich heiße Sie auch ganz herzlich willkommen im Namen auch des Sichtraumnetzwerkes, bei dem ich Koordinator bin. Vielen Dank, dass Sie heute auch wieder den Weg zu uns gefunden haben. An dieser Stelle möchte ich mich auch ganz herzlich bei Enrico bedanken, der erstmals die Idee für diese Ringvorlesung gehabt hat und die dann eben auch sozusagen ins Rollen gebracht hat. Vielen Dank hier auch an Cedric von der Konrad-Adenauer-Stiftung und stellvertretend auch an Iris von der Friedrich-Naumann-Stiftung, dass sie das für uns hier ermöglicht haben und all die tollen Gäste haben hier präsentieren lassen können. Ich freue mich sehr, dass wir das in dieser Form auf die Beine gestellt haben und dass wir jetzt also hier heute den Abschluss dieser Veranstaltung quasi begehen können. Ich befürchte, vermutlich habe ich ein bisschen den Kontext dieser Abschlussveranstaltung etwas anders interpretiert und habe vielleicht etwas zu wenig in Sachen Science Fiction eingebaut. Ich hatte erst tatsächlich das so verstanden, noch ein bisschen stärker von dem Heute zu schauen in das Morgen. Welche Initiativen existieren schon so? Was sind so die Dinge, die, wenn wir von heute nachdenken, in die Zukunft extrapolieren können? Und ich werde versuchen, das einfach jetzt so gut es geht, noch stärker um die Science Fiction Elemente vielleicht zu erweitern. Sie bekommen zumindest meine Expertise, die vielleicht nicht 100% das Thema mit der Science Fiction abdeckt, aber dafür Ihnen sozusagen fundamental einen guten Überblick über die gesamte Thematik nochmal vermittelt, welche Trends da gerade die wichtigen sind und in welche Richtung ich die auch für realistisch halte. Wir schauen also nicht ganz weit in die Zukunft, aber zumindest ein bisschen in die Zukunft. Jetzt gucken wir einmal. Ja, er hat es übernommen. Genau, woran ich mich jetzt heute orientiere, ist erst einmal es gibt drei große Trends, die in der Raumfahrt betrachtet werden. Die eine Trend, das geht zurück auf eine Autorin namens Sadia Pekkanen, die hat 2019 dazu geschrieben, dass es eben Militarisierung, Kommerzialisierung, Demokratisierung so die drei großen Trends sind, die wir sozusagen in der klassischen Raumfahrt jetzt derzeitig erleben. Ich möchte mich jetzt einmal diesen drei Trends nacheinander widmen, in welcher Art und Weise ich die für realistisch halte, was da also gerade für Dinge gerade in Bewegung kommen. Und ich möchte so an einem letzten Punkt, und da geht es ein bisschen stärker um die Science Fiction, die Frage nach Utopie, da werde ich mich dann auch etwas stärker noch dran aufhalten, nach dem Thema, nach so einem großen Narrativ, was wir für die Raumfahrt eigentlich haben. Denn da bin ich ein bisschen, wie Sie hier vielleicht an dem Fragezeichen schon angedeutet sehen können, ein bisschen skeptisch, ob wir das in dieser Form heute überhaupt noch so vorfinden können. Ich beginne einmal mit der Militarisierung. So, das ist ja das, was wir leider häufig auch in der Raumfahrt derzeitig diskutieren. Also grob verstanden kann man sagen, Militarisierung ist Nutzen eines Objekts oder einer Organisation für militärische Zwecke. Man kann da unterscheiden zwischen einer offensiven oder defensiven, passiven Nutzung. Also zum Beispiel, wenn wir Weltraumstreitkräfte haben, würde man sagen, das ist eine passive Bedeutung für die Raumfahrt. Also zum Beispiel würde man auch, Erdbeobachtung ist eine Anwendung für militärische Zwecke, die man als passiv oder als defensiv bezeichnen kann. Während wir in der zweiten Stufe würde man von Bewaffnung sprechen, also offensiv oder aktive Militarisierung kann man sozusagen hier als die Stationierung von Waffen im Weltraum betrachten. Ja, wo stehen wir da heute? Es ist vielleicht noch ein Schritt weiter gedacht, wäre also Weltraum die Capabilities, sozusagen die militärischen Waffen, die Assets wären sozusagen die Hardpower, während Autonomie und Space Club so eher sowas wie Softpower wäre. Weltraum, da war schon immer eigentlich militarisiert. Die Anfänge der Raumfahrt ist natürlich schon militärisch gedacht. Die Raketen waren strategisch-militärische, technologische Konstrukte und das Militär war von Anfang an auch als Personal beteiligt. Es gibt zwar Waffen, Massenvernichtungswaffen, militärische Nutzung von Himmelskörpern ist ausgeschlossen, aber wir sehen halt trotzdem, dass es noch nicht wirklich gut in dieser Hinsicht aussieht, weil wir jetzt durchaus sehen, dass hier ASAT-Waffen wieder am Aufsteigen sind. Wir sehen außerdem, dass jetzt hier sinnbildlich einmal für die Waffenkapazitäten, die Staaten heutzutage haben, jetzt hier die USA, die ich hier rausgepickt habe, die sehen für andere Staaten ziemlich ähnlich aus. Also
ein relativ großes Arsenal, was also wenig Hoffnung darauf macht, dass die Militarisierung auf kurze oder lang erst einmal zum Ende kommen wird. Wir sehen auch, dass wir in den letzten Jahren zunehmend Weltraumstreitkräfte gegründet werden oder ausgegliedert werden. Also es beginnt hier mit Russland und China, die das ihre strategischen Truppen, Luftwaffentruppen umformuliert haben, umorganisiert haben. Die USA haben 2019 die Space Force als eigene Militärstreitkraft gegründet. Frankreich ist dem gefolgt. Indien hat eine eigene Defense Space Agency. Japan ist dem gefolgt. Deutschland hat seit 2020 auch ein Weltraumkommando. Für die nähere Zukunft sieht das jetzt auch nicht so ganz besonders toll aus, weil man muss auch ganz ehrlich sagen, wo am meisten geschieht, ist tatsächlich so eine Art Space Race 2.0, was wir vielleicht haben. Ich sträube mich ein bisschen gegen diesen Space Race Begriff, weil der Space Race Begriff in vielen Begriffen dann doch, in vielen Fällen, doch ein historisches Phänomen ist und der sich heute relativ schlecht replizieren lässt. Das sind sozusagen hier zwei Initiativen, die den Versuch wagen wollen, auf dem Mond zu landen und dann sozusagen gleichzeitig auch so eine Blockbildung abbildet. Also wir haben hier die Artemis Accords eher als das Beispiel für den Westen, angeführt von den USA und auf der anderen Seite China hauptsächlich mit dem International Lunar Research Station, die also versuchen, so eine Art Blockbildung daherzustellen. China hat hier auch ganz deutlich erklärt, dass sie das klare Ziel haben, eine Strong Space Presence zu werden und eben Space Power in all respects. Also wir sehen hier durchaus, dass ein ganz klares Ziel ist, Weltraumherrschaft zu erreichen. Und die USA wähnen sich selbst auch schon im Space Race. Mike Pence hat das 2019 schon gesagt. Bill Nelson hat das auch 2022 auch nochmal wiederholt. Also bedeutet das so eigentlich für unsere Militarisierung, welche Zukünfte können wir da so erwarten? Wir haben erstmal eine Vervielfältigung der Hard Power Capabilities, das habe ich eben gezeigt. Wir haben auch einen Ausbau der Soft Power Capabilities, also gerade die Weltraumstreitkräfte. Der geopolitische Konflikt, der ist ein zentrales Thema, allerdings zumindest Brennan Bowen schreibt da eher von einer Cosmic Coastline, also tatsächlich eher, dass es irgendwie so ein Randthema bleiben wird. Ja, also der Weltraum ist bedeutsam für die militärischen Operationen auf der Erde, aber er lässt sich relativ gut kontrollieren und er ist nicht das zentrale, entscheidende Element für einen militärischen Konflikt. Also Konflikte werden klassischerweise weiter auf der Erde geführt. Wir sehen auch, dass es im Grunde relativ wenig Governance-Initiativen gibt, also maximal Normen verantwortungsvollen Handelns. Also die Zukunft der Militarisierung sieht da eher düster aus, könnte man so sagen. Ja. Auch letztendlich zeigt sich, dass die Bedeutung der Raumfahrt für militärische Konflikte auch hier an Sachen Ukraine-Krieg natürlich auch nochmal relativ offenkundig ist. Das sehen wir hier einerseits am Beispiel Angriff auf Viasat am 24. Februar 2022. Da wurde mit Cyberangriffen der Satellitenanbieter Viasat gehackt oder auch die russische Drohung, Starlink-Satelliten abzuschießen. Springen wir einmal zum Thema Kommerzialisierung. Sie sehen jetzt hier diese Vielzahl an Büchern. Also wir sehen schon, dass das anscheinend eines der ganz großen Themen gerade ist, ne? Von den Büchern, die ich jetzt hier gelistet habe, ist so das erste 2015 erschienen, hier zu Elon Musk. Das ist, Elon Musk spielt hier immer wieder eine Rolle. Also wir sehen das hier auch nochmal, bei dem Buch geht es natürlich auch um Elon Musk. Bei Liftoff geht es explizit um SpaceX. Und SpaceX ist vielleicht auch gerade das Unternehmen, was da so im Mittelpunkt steht, was wir da als stilbildend für diese neuen Generation der Kommerzialisierung des Space, des New Space eigentlich sehen können. So grob lässt sich sagen, es geht letzten Endes um eine zunehmende Verlagerung von Aktivitäten auf privat-kommerzielle Akteure bei der Kommerzialisierung. SpaceX war jetzt der erste Startpunkt und 2017 sieht man schon ganz deutlich, dass also diese Großbanken ganz klar gesagt haben, jetzt geht es hier um einen großen Zukunftsmarkt. Und Sie sehen jetzt hier die Projektionen, die kommen jetzt, dass wir also im Bestfall in wenigen Jahren irgendwo bei 1,7 Trillionen US-Dollar stehen, also Billionen US-Dollar in deutschen Ausdruck. Da sehen wir aber im Weiteren, dass es irgendwie hauptsächlich irgendwie um Downstream geht, ne? Also Erdbeobachtung, Kommunikation. Im Upstream-Sektor sehen wir dann durchaus Veränderungen, das haben Sie vielleicht auch schon mitbekommen. Also hier sehen wir vor allem die Veränderung der Startpreise. Moment. Ja. Hier haben wir 2,72, das ist 1.000 Kilo pro US-Dollar. Das heißt, 2.700 Dollar hat es 2018 gekostet, mit der Falcon 9, mit SpaceX etwas in den Weltraum zu schießen.
2700 US-Dollar pro Kilo ist nicht wahnsinnig viel, wenn Sie vergleichen, dass wir zum Beispiel beim Space Shuttle 61.000 gehabt haben pro Kilo, inflationsbereinigt. Das zeigt sich eben auch wunderbar an den ganzen Zahlen. Also wir werden mittlerweile durchaus eine Gesellschaft, die immer weiter in den Weltraum rausgeht. Das sieht man an dieser Statistik beispielsweise. Wir sehen hier an der Seite den Start des Space Race, wenn man so will. Das ist so die Frühphase. Das ist alles so die Zeit des Kalten Krieges, wo relativ viele Starts vorgenommen worden sind. Im Mittel könnte man sagen, sind wir ungefähr so bei 100 Launches pro Jahr gewesen. Im Mittel. Wir haben hier kurz einen Dip runter in den 2000ern. Das lässt sich ganz einfach damit erklären, dass das die Phase gewesen ist, wo Russland sich erstmal wieder neu aufstellen musste, wo es da große Probleme gegeben hat. Einfach durch die Implosion der Sowjetunion war auch einfach diese Competition war einfach weg. Und dann ab hier sehen wir dann diesen Spike. Ja, also wir haben allein letztes Jahr waren es 187 Launches. Das ist schon eine ganze Menge innerhalb von einem Jahr. Und ich glaube, wir sind dieses Jahr auch schon bei um die 90. Zeigt sich auch, dass also SpaceX sozusagen den Markt auch umkrempelt. Wir sehen jetzt hier einmal in schwarz, das sind die Starts, die von den USA ausgingen. Die fallen hier einmal ganz relativ krass ab und die Grünen übernehmen. Die Grünen sind sozusagen die Europäer. Lässt sich damit erklären, wir haben hier bei diesem Spike, das war die Challenger. Und danach wurden praktisch alle Starts komplett eingestellt. Danach hat die US-Regierung gesagt, die starten jetzt nicht mehr. Kommerzielle Starts sind jetzt raus. Und das hat sozusagen Ariane Space übernommen. Und dann sehen wir zusehend dann hier, das ist so die Phase, wo Russland sich so langsam berappelt, wo Russland dann mit seinen Startkapazitäten auf den freien Markt drängt. Und hier zum Schluss, das beginnt jetzt 2013 im Wesentlichen, Ende 2018 diese Statistik, geht es einmal nochmal hoch, das ist Falcon 9, das ist SpaceX. Ja? Also die krempeln den Markt mehr oder weniger um. Die haben jetzt irgendwie einen Marktanteil von, ich glaube, an die 80% auf dem kommerziellen Markt. So, jetzt geht es vielleicht ein bisschen mehr in diese Zukunftsvision. Und hier habe ich jetzt gar nicht wahnsinnig viele Bilder mitgebracht, aber ich werde zu jedem Bild was dazu erzählen. Wir haben jetzt hier 5 sehr verschiedene Bilder und das entspricht so ungefähr den Trends, die gerade diskutiert werden. Ich habe jetzt bewusst die Sachen rausgelassen, die jetzt sowieso schon da sind, sowas wie Downstream, das wollte ich jetzt gar nicht im Einzelnen nochmal betrachten, sondern das sind sozusagen die Zukunftsvisionen, die hier diskutiert werden von den ganzen Unternehmern oder die auch durchaus bei den Raumfahrtagenturen diskutiert werden. Beginnen wir einmal da oben mit dem Bild. Vielleicht erkennen Sie die Person. Das ist natürlich Werner von Braun. Werner von Braun hat bereits in den 50er Jahren im Grunde entwickelt, wie man eine Raumstation bauen könnte. Werner von Braun ist eigentlich eine ganz schillernde Figur in der Hinsicht. Das wissen Sie selber. Das ist eine sehr ambivalente Figur natürlich auch, eine ambivalente geschichtliche Figur. Aber der war zum Beispiel sehr stark der Überzeugung, nach dem Mond geht es weiter zum Mars und wir können ohne Probleme Weltraumstationen bauen. Seine Vision klingt dann auch manchmal ein bisschen wahnsinnig, muss man tatsächlich sagen. Werner von Braun hat auch eigentlich mit dieser Raumstation die Vision verfolgt, man könnte doch diese Raumstation im Weltraum platzieren und damit Frieden auf der Erde sorgen mit Nuklearwaffen. Ja? Also im Grunde sozusagen der, wenn man so will, Leviathan, der im Weltraum schwebt und notfalls militärische Konflikte mit Nuklearwaffen unterdrückt. Das war tatsächlich eine konkrete Vision, die er versucht hat zu verfolgen und irgendwie zu verwirklichen. Das zweite Bild, was uns als einziges noch hier Menschen tatsächlich beinhaltet, ist dieses Bild hier. Vielleicht erkennen Sie die Person hier. Ich habe natürlich bewusst die ausgewählt. Das hat einen bestimmten Grund. Das ist natürlich William Shatner, also Captain Kirk. Und er trägt einen Anzug von Blue Origin. Blue Origin ist ein kommerzielles Unternehmen von Jeff Bezos. Also von dem Amazon-Gründer. Und Jeff Bezos hat als eine große Vision natürlich erstmal die Raumfahrt irgendwie zu revolutionieren, genauso wie Elon Musk. Wir hatten das ja vorher, das zeige ich jetzt auch nochmal ganz kurz in dem Bild. So. Wir sehen ja hier sehr deutlich, hier geht es vor allem diese Milliardäre, ne? Die entwickeln gerade so anscheinend diese großen Visionen, die wir uns ansonsten vielleicht abhanden gekommen sind. Wenn wir jetzt hier nochmal ganz kurz noch stehen bleiben, wenn wir uns hier daran festhalten, Space Barons, The New Gold Rush, Space 2.0, When the Heavens Went on Sale, The Case for Space, das sind alles Argumente, die sehr stark in die Richtung deuten, dass jetzt sozusagen vielleicht die Ära der Kommerzialisierung angebrochen ist. Ne? Das stimmt gar nicht ganz. Im Upstream-Sektor war das sowieso schon lange etabliert. Also der Downstream-Sektor ist jetzt hinzugekommen.
Zur Erklärung, Downstream, alles was runterkommt, Satellitenanwendungen, Navigation, Kommunikation, Satellitenfernsehen. Sie wissen das alles, Sie kennen das alles selbst aus dem Fernsehen. Spätestens seit den 80er Jahren sieht man überall mit den großen Satellitentelefonen oder Satellitenschüsseln. Satellitenfernsehen haben wir seit den 80er Jahren in kommerzieller Hand. Und der erste kommerzielle Satellit seit 62 auch schon im Weltraum. Zu diesen, also neben Elon Musk, Jeff Bezos, könnte man das Richard Branson von Virgin Galactic noch nennen. Das sind so die großen drei, die man nennt. Es gibt noch ein paar andere, die verschiedene andere Visionen verfolgen. Bleiben wir jetzt aber gerade einmal nochmal bei dem Bild, was ich jetzt eben gezeigt habe. Bleiben wir hier nochmal bei Blue Origin. Da ist also die Idee, suborbitale Flüge als für Weltraumtouristen zu öffnen. Momentan muss man sagen, so wahnsinnig viel ist das ja nicht, was da passiert. Ne? Also die großen weltraumtouristischen Visionen, also wie Sie es vielleicht von 2001 kennen mit dem Raumschiff, wo Sie dann also mit auf die Raumstation fliegen, was da schon dargestellt worden ist, das werden wir jetzt in der nächsten Zeit meiner Ansicht nach nicht in dieser Form erleben. Bisher kann man sagen, sind 17 Menschen bis zur ISS gekommen, auf kommerziellem Wege. Also die nicht sozusagen von ihren staatlichen Raumfahrtagenturen dorthin entsandt worden sind. 17 Stück. Jetzt kommen 4 weitere hinzu. Also haben wir 21. Die waren nicht auf der Raumstation, die waren noch nicht mal wirklich im Weltall, wenn man es ganz genau nimmt. Und sie sind auch keine Astronauten, nach der Definition der NASA, sondern sie sind letzten Endes nur suborbital geflogen. Also sie fliegen bis an ihre Atmosphäre und fallen dann wieder zurück. 10 Minuten freier Fall oder 15 Minuten freier Fall. Das war's. Das ist dann das Weltraumabenteuer gewesen. Ob das jetzt so in der nächsten Zukunft sich in die große Richtung bewegt, dass wir jetzt, was wir bei Science Fiction schon eher mal sehen, die großen Raumstädte, wo Menschen also problemlos mal eben schnell zum Mond fliegen und irgendwelche Planeten besuchen, bin ich sehr skeptisch, ob wir da wirklich bald schon hinkommen werden. Das bleibt nach wie vor meiner Meinung nach ein sehr, sehr kleiner, isolierter Markt. Kommen wir zu den drei anderen Beispielen. Und da wird es tatsächlich schon ein bisschen mehr tatsächlich noch Science Fiction. Mal schauen, wie realistisch das auch momentan so ist. Also wir haben hier beispielsweise Asteroidenbergbau. Ist derzeitig, würde ich so sagen, also da gibt es wahnsinnig viele Konzepte. Es gibt verschiedene Unternehmen, die sagen, sie sind da dran und sie wollen das irgendwie machen. Aber so die ganz großen Wurf gab es bisher noch nicht. Also bisher ist tatsächlich das letzte große Unternehmen Planetary Resources ist aufgekauft worden. Es gibt verschiedene Unternehmen, die das versuchen. Astroforge, die wollen das Ziel auch verfolgen, im Weltraum Schwerindustrie zu errichten, genauso wie Jeff Bezos auch diese Vision verfolgt. Aber bisher gibt es eigentlich keine sinnvolle Machbarkeitsstudie. Es gibt die Etablierung der Rechtsnormen auf nationalstaatlicher Ebene. International legal ist das nicht. Also da gibt es durchaus kritische Stimmen wie Stefan Hobe, der deutlich sagt, das ist illegal, wenn man da im Weltraum irgendwelche Asteroiden aberntet. Aber irgendwie streben die immer noch nach dieser Idee, dass das irgendwie alles ganz gut möglich sein soll. Halte ich momentan für etwas unrealistisch. Auf der anderen Seite ist halt auch, stellt sich da eine Menge anderer Fragen, die wir klären müssen. Gerade wenn wir wirklich in diese Richtung gehen, wie werden diese Ressourcen eigentlich verteilt? Ist das gerecht, wenn wir diese Ressourcen aus dem Weltraum runtertransportieren und die Unternehmen dürfen das behalten? Natürlich werden das welche Staaten machen? First come, first serve, die Staaten, die es können. Das heißt, es sind die Großmächte, die es jetzt sowieso schon vielleicht die Kapazitäten ansatzweise zur Verfügung haben. Also wir reden hier von den USA, vielleicht China, Russland glaube ich momentan nicht so ganz, aber USA, China wären wahrscheinlich heiße Kandidaten, die am ehesten diese Kapazitäten entwickeln können. Das bringt auch andere Fragen aufs Tableau. Was ist denn die ethische Dimension? Also dürfen wir eigentlich den Weltraum verändern? Wir diskutieren häufig die Frage nach Umweltrecht, dürfen wir eigentlich in die Umwelt eingreifen, dürfen wir das im Weltraum? Die Frage kann ich nicht beantworten, das sind glaube ich auch die Ethiker sich nicht so ganz sicher, bis am Ende für eine Antwort bei rauskommt. Es gibt Argumente, die sagen, wir sollten auch gar nicht auf dem Mars landen, weil wir würden den Mars verunreinigen. Es gibt Argumente, man könnte auf dem Mond Nationalparks errichten, damit man zum Beispiel die historischen Launch Sites oder Landing Sites eben schützt. Diese Vision gibt es. Dies wird eine Frage sein, die wir uns beantworten müssen. Wie verteilen wir diese Reichtümer und sollten wir überhaupt im Weltraum diese Operationen durchführen, in diesem Umfang oder in dieser Form? Springen wir mal noch zu den zwei anderen großen Visionen. Das eine ist hier oben dieses Bild, das sieht jetzt ein bisschen, kann man vielleicht nicht ganz gut erkennen, aus dieser Wind, weil es so etwas klein ist. Also das da oben ist die Sonne. Sie sehen hier eine Art großen Parabol, verschiedene Spiegel eigentlich und dann hier
wird dann sozusagen die Energie, die von der Sonne abgezapft wird, im Weltraum gewonnen wird, auf den Boden gebeamt, wenn man so möchte. Das klingt verdammt nach Science Fiction. Es gibt eine Studie der ESA, die sagt, das ist machbar, ab 2035 ungefähr. Wäre das möglich, wenn man sich dahinter klemmt. Hat natürlich einen riesen Vorteil, weil es einfach bedeutet, kostenlose Energie. Ne? Die Sonne scheint im Weltraum permanent, da muss man sich gar nicht irgendwie groß die Frage stellen, was wir hier mit Dunkelflaute oder sonstiges haben. Die Sonne ist eigentlich immer da. Allerdings sagt auch diese Studie ziemlich deutlich, das ist auch noch verdammt teuer. Das ist verdammt schwierig, jetzt gerade zu erreichen. Also da selbst in dieser Studie, und die Studie ist, glaube ich, von letztem Jahr, wenn ich mich nicht irre, müssten die Kosten trotzdem noch signifikant sinken, damit man überhaupt diese Konstrukte im Weltraum errichten kann. Ob das realistisch ist, ist so ein bisschen eine Frage, weil ich derzeit kein Unternehmen kenne, was das in wirklich sinnvollem Maße mit einem gewissen Budget überhaupt gerade verfolgt. Ja? Machbarkeitsstudien sagen relativ wenig über die Realisierbarkeit aus oder über die tatsächliche Realisierung. Also tatsächlich das vielleicht, was jetzt gerade fast aber von der Machbarkeit am meisten nach Science-Fiction klingt, ist vielleicht am wenigsten Science-Fiction, sondern am ehesten machbar. Fehlt aber an der Durchsetzung durch irgendwelche Akteure. Damit kommen wir auch zu dem letzten Bild. Das ist ein Artwork, Sie kennen das vielleicht. Vielleicht können Sie es auch identifizieren, was man sonst so darauf sieht. Also wir sehen natürlich hier vorne diese Raumschiffe. Das sind die Starships von SpaceX. Das ist also auch ein Artwork, was sozusagen durch SpaceX verbreitet wurde. Und wir können sogar sagen, auf welchem Planeten das sein soll. Haben Sie eine Idee, warum? Wahrscheinlich nicht. Sie sehen da hinten irgendwas, was im Hintergrund blau ist. Das sehen Sie jetzt hier an der Wand nicht so gut. Das ist quasi eine blaue Sonne und auf dem Mars ist die Sonne blau, was an der Atmosphärenzusammensetzung liegt. Also hier wird natürlich sozusagen genau diese Vision entworfen. Wir können durch den Weltraum fliegen, wir können durch das Sonnensystem fliegen, wir können auf verschiedenen Planeten landen. Und das lange Ziel, was hier Musk einmal ausgesprochen hat, war ja den Versuch, die Menschheit zu einer multiplanetaren Spezies zu machen. Es gibt verschiedene Gründe, warum er das sagt. Also zum Beispiel wäre ein Grund, wenn jetzt tatsächlich mal ein großes Unheil geschieht auf der Erde, wenn wir jetzt von einem Asteroiden getroffen werden, das wäre das, womit wir zumindest rausreden können, dass wir es nicht gewesen sind, dann hätten wir eine Möglichkeit, auf so einer zweiten Kolonie zu überleben. Auf der anderen Seite, oder ein anderes Beispiel natürlich dann, wo wir schuld sind, wenn wir dem Klimawandel nicht entschieden begegnen oder vielleicht dann doch irgendwie mit einem Atomkrieg anfangen, dann müssen wir sagen, sind wir selber schuld. Aber dann hätten wir hier vielleicht nur einen zweiten Planeten, den wir zum Teufel jagen können. Bei einem hätten wir es dann schon geschafft. Schade. Aber wie dem auch sei, das ist sozusagen die Vision von Elon Musk, dass man am Ende mit den Starships durchs Weltraum fliegen kann. Ja, diese Raumschiffe sollen fantastisch günstig eigentlich sein. Das war von ihm zumindest so angedacht. Ich bin mir nicht sicher, ob es da jetzt neuere Hochrechnungen gibt. Also wir waren damals bei der Falcon 9, waren es ja 2700 US-Dollar. Zwischendurch sind die Preise auch nochmal runtergegangen. Und hier war wirklich zwischendurch mal zumindest als Idee im Raum stehend 100 Dollar pro Kilo. 100 US-Dollar pro Kilo ist nicht viel, wenn man damals in den Weltraum schießen möchte. Kann man sich vorstellen, ne? Also das ist schon vielleicht eher etwas, was, wenn das realisiert wird, dann hätte man eine fantastische Möglichkeit, das wirklich zu tun, auf anderen Planeten zu landen. Allerdings, es gibt auch viele kritische Stimmen, die fragen, was wollen wir auf dem Mars? Ja, es ist wahnsinnig aufwendig, diese Technologie zu bauen, mit den Starships dahin zu fliegen, Kolonien aufzubauen. Diese Kolonien werden wahrscheinlich niemals sich selbst versorgen können. Das funktioniert in dieser Form eigentlich nicht. Also alle Versuche, so ein Biom zu schaffen, es gab zum Beispiel in den 80er Jahren einen großen Versuch in Kalifornien, die sind alle gescheitert. Also wirklich so eine Erde im Kleinen unter einer Glaskuppel, das funktioniert bisher nicht. Bisher hat man das nicht hinbekommen. Meistens ist immer irgendwie, dass ein Parameter komplett aus dem Ruder läuft. Entweder man zu viel CO2, dann explodieren die Pflanzen in alle möglichen Richtungen oder die Sachen verdorren oder man hat zu viel Energie oder zu wenig Energie. Bisher sind die alles nicht so wirklich realisierbar. Also Weltraumkolonien ist, zumindest so kenne ich keine Machbarkeitsstudie, die sagt, dass das in irgendeiner Art und Weise sinnvoll wäre, dass ich so eine Kolonie selbst versorgen könnte. Und von Terraforming, wenn man jetzt schon mal so, wenn Sie mal Kim Stanley Robinson gelesen haben, die Mars-Trilogie, sehr empfehlenswert, weil er wirklich sehr wissenschaftlich schreibt und das durchaus nicht ganz an den Haaren herbeigezogen ist, also klassische Hard Science Fiction ist, selbst wie es da dargestellt wird, dass man innerhalb von einigen wenigen hundert Jahren den Mars terraformt,
ist technisch unmöglich. Also da ist der Mars auch einfach letzten Endes auch nur ein toter Felsen, ne? Muss man ehrlich sagen. Letzte Kritik, die man da auch dran... Nee, das lassen wir erstmal an dem Punkt hier soweit stehen. Also hier gibt es große Kritik auch an dieser Vision, ob es das überhaupt so in dieser Form machbar ist. Ne? Was man jetzt alles bei diesem, auch jetzt aus der Science Fiction vielleicht, sich auch anschauen kann, also gerade Expanse, wenn Sie die vielleicht die Buchreihe oder die Serie kennen, die Filmserie bei Amazon lief die. Das ist zum Beispiel eine Serie, die genau das eben versucht, mal diese Frage zu stellen. Ne? Also wenn wir in den Weltraum aufbrechen, sind wir wirklich in der Lage, unsere ganzen schlechten Eigenschaften auf der Erde zu lassen, wie es vielleicht Star Trek versucht, uns zu vermitteln. Also wenn wir in den Weltraum aufbrechen, dann ist sozusagen, dann wird das eine Utopie, anders geht es gar nicht. Ne? Die Menschheit muss utopisch werden, um in den Weltraum aufbrechen zu können. Da sagt Expanse, nein, wir werden einfach nur unsere Probleme mitnehmen und wir werden sie einfach in den Weltraum projizieren. Und bei The Expanse, da geht es darum, dass eben die Menschheit in den Weltraum, in den Sonnensystem aufgebrochen ist. Und letzten Endes sind die inneren Planeten, die Erde und der Mars, wenn man so will, der globale Norden, würden wir heute sagen, oder eigentlich eine Chiffre für den globalen Norden. Und im äußeren Asteroidengürtel befinden sich dann die Gürtler, die Belter, die sozusagen die ganzen Mineralien für die inneren Planeten abbauen müssen. Und diese Kolonien im Gürtel sind alle komplett abhängig von den inneren Planeten. Ist Kolonialismus. Ja? Also es ist genau diese Frage, ob wir nicht diese Probleme mitnehmen werden. Und da sind wir genau bei solchen Fragen, wie kriegen wir Gerechtigkeit in solche Raumfahrtoperationen rein. Alles nicht so einfach und bei vielen Sachen auch wirklich fragwürdig, ob sich das gerade in dieser Form zeigen lässt oder abbilden lässt. Also ich glaube selbst, ich habe mir den Artikel nochmal von Elon Musk durchgelesen, er schreibt selbst zum Schluss, dass er nicht ganz sicher ist, dass es überhaupt machbar ist. Dass er selber der Meinung ist, dass es derzeitig nicht so das Narrativ gibt oder irgendjemanden gibt, der sagt, ich klemme mich dahinter und ich will das jetzt wirklich. Ich will, dass wir eine multiplanetare Spezies werden. Also das ist vielleicht auch ein bisschen ein etwas trauriges Ergebnis für den Moment. So. Dann schon heute stellt sich auch ein bisschen die Frage, das vielleicht aber nur als eine Randnotiz, ob wir das Starship wirklich brauchen. Weil derzeitig gibt es keinen sinnvollen Einsatzzweck für dieses Starship. Es wird teilweise diskutiert, eben dass für das Space Launch System, also für die Rakete, die zum Mond fliegen soll, der Amerikaner, als sozusagen Tankschiff zu verwenden. Aber darüber hinaus gibt es derzeitig eigentlich keine Verwendung dafür. Also es gibt zumindest kein Unternehmen, die sagen, wir brauchen jetzt ein Starship, um irgendwie in den Weltraum zu fliegen. So, ja. Gut, wir springen mal weiter. Achso, die habe ich jetzt hier nochmal einzeln aufgelistet, stimmt. Ja, also Weltraumtourismus hatte ich jetzt, Asteroid Mining, da kenne ich keinen Zeitplan, der das irgendwie realistisch sieht, dass das passieren wird. Space-based Solar Power, möglicherweise 2035, theoretisch den machbar. Dann gibt es eine Meldung. Eine gute Frage, soll die Space-based Solar Power ein Ort sein, eine Erde, oder ist das geostationär oder Da bin ich mir gar nicht ganz sicher, wie das im Einzelnen dann aussehen würde. Da müsste ich mir nochmal die Studie im Einzelnen anschauen. Das habe ich jetzt tatsächlich an dem Punkt nicht geprüft. Eigentlich kann ich mir nur vorstellen, dass es irgendeinen relativ festen Ort haben muss, weil sie müssen ja die Energie herunter beamen. Also ich nenne es bewusst beamen, es ist mit Mikrowellen soll das funktionieren. Das heißt also auch losgelöst von Wolkendecke etc. Aber sie müssen ja irgendwie eine Möglichkeit haben, diese Energie aufzunehmen. Ansonsten ist es ja gar nicht machbar. Aber wie gesagt, ist auch nur eine Konzeptstudie. Ne? Das ist ja so, es gibt viele Konzeptstudien, die also auch schon einen Warp-Antrieb in prinzipieller, konzeptueller Art und Weise versucht hat zu argumentieren, dass das möglich ist. Genau, das ich noch nicht ganz besprochen hatte, also ich hatte ja eben hier eher über die Vision von Wernher von Braun gesprochen. Also es gibt durchaus den Versuch, auch kommerzielle Raumstationen zu bauen. Es gibt einige staatliche Stationen, die natürlich in Betrieb sind, die ISS, die Station der Chinesen natürlich auch. Die Amerikaner wollen Gateway aufbauen, die soll dann um den Mond kreisen, um dann als Stützpunkt für die Mondlandung und eben auch für weitere Vorstoß in den Raum zu fungieren. Es gibt das Unternehmen Axiom, was zum Beispiel auch plant, kommerzielle Raumstationen zu übernehmen und vielleicht die ISS mal zu übernehmen oder zumindest in Teilen die dann zu ersetzen. Da gibt es verschiedene Zeitpläne, das ist einigermaßen realistisch, aber also derzeitig
erwarte ich jetzt auch nicht den ganz großen Wurf. Also wir werden jetzt noch nicht die Raumstation Deep Space Nine oder Babylon 5 erleben. Wenn Sie jetzt Science-Fiction-affin sind, kennen Sie vielleicht diese Raumstation des Star Trek-Franchises oder eben von dem Babylon-Franchise. Diese gewaltigen Raumstationen, die werden wir für den Moment wahrscheinlich eher nicht erleben. Wobei die Chinesen wohl, es gibt wohl eine Machbarkeitsstudie, die in Auftrag gegeben worden ist, die tatsächlich prüft, ich glaube, ein bis zu 1 Kilometer langes Raumschiff, was aber als Raumstation im Erdorbit schweben soll, zu prüfen. Wie realistisch, kann ich nicht genau sagen, weil dieser Bericht ist noch nicht einsehbar. Das ist die einzige Information, die ich gefunden habe. Aber zumindest wird das diskutiert, ne? Also dass man das vielleicht, dass das vielleicht mal kommen könnte. Genau, die Reise zu den anderen Himmelskörpern, da gibt es, wie gesagt, Zeitpläne. Ich gehe mittlerweile davon weg zu sagen, das sind die Zeitpläne, die werden so diskutiert, weil die ändern sich meistens die ganze Zeit. Und die meisten Zeitpläne in Bezug auf die Raumfahrt wurden bisher irgendwie auch nicht eingehalten. Es wird diskutiert, in den 2030ern Richtung Mars zu fliegen. Das ist ja die Idee auch der Amerikaner, der NASA, die also sagt, erstmal zum Mond und dann der nächste Schritt wird der Mars. Das wird vielleicht sicherlich auch als eine Art Forschungsmission stattfinden. Aber jetzt, dass wir da jetzt so den starken, zumindest aus meinem Eindruck, so eine richtig starke Motivation hintersehen, sehe ich derzeitig gerade gar nicht so richtig. Kommen wir mal vielleicht mal zu einem anderen Thema, das Thema Megakonstellation. Das ist tatsächlich etwas, da sind wir schon. Ne? Also das ist quasi schon Science Fiction, die sich gerade irgendwie realisiert und die aber gleichzeitig irgendwie so ein bisschen eher Dystopie wird, aus meiner Sicht. Megakonstellationen sind letzten Endes, viele Satelliten operieren zusammen, um Downstream Services anzubieten. Wenn man so will, ist GPS eine Konstellation, keine Megakonstellation, aber es ist eine Konstellation. Sie brauchen mindestens 3 bis 4 Satelliten, um quasi einen genauen Punkt zu ermitteln auf der Erde. Sie brauchen insgesamt 24 Satelliten, um sozusagen eine komplette Abdeckung der Erde zu ermöglichen. Und GPS hat etwas über 33 Satelliten oder irgendwie sowas in der Art im Weltraum als Ersatz, wenn irgendeiner ausfällt, dann kann ein anderer übernehmen. Megakonstellationen vervielfachen dieses Thema. Es sind einfach einige tausend Satelliten, die im Endeffekt im Weltraum dann herumschweben. Wir reden derzeit, wir haben jetzt im Weltraum so 5.000 bis 6.000 Satelliten. Starlink ist allein mit ungefähr 3.000 Satelliten im Weltraum vertreten, 3.000, und die planen bis zu 40.000. Also die Dimension muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. OneWeb kommt dann noch auf 100, auf 900, Amazon Kipper kommt so auf 3.000 und es gibt jetzt auch staatliche Konstellationen, die geplant werden. Verschiedene. Die Chinesen planen staatliche Konstellationen, die Amerikaner planen das. Ich glaube, die sind jetzt auf SpaceX umgeschwungen, also auf Starlink umgeschwungen und wollen das jetzt als zentralen Service für ihre Streitkräfte auch zur Verfügung stellen. Also wir sehen einfach, da passiert eine ganze Menge. Ne? Und das hat jetzt ja auch schon, Sie haben die Diskussion vielleicht auch schon mitbekommen, ne? Das ist tatsächlich ein Foto, das, Sie können die beobachten. Vielleicht nicht von Bonn aus oder jetzt aus dem Ruhrgebiet aus, da ist ein bisschen viel Lichtverschmutzung, aber wenn man ein bisschen im Dunkeln rausgeht, dann kann es schon mal sein, dass man so eine Perlenkette am Himmel sieht. Dann entspinnt sich eine ganz konkrete Diskussion auch. Dürfen wir eigentlich den Weltraum mit sowas zumüllen? Also dürfen wir den Menschen eigentlich den Himmel quasi klauen, indem wir irgendwelche Konstrukte dahin setzen? Ja? Auch da ist tatsächlich eine Debatte, die auch gegenüber Indigenen geführt wird. Indigene, die sozusagen sich wünschen, einen Blick auf den Himmel zu haben, weil sie dort sozusagen immer noch ein Stück weit ihre Spiritualität herholen. Dürfen wir da Satelliten hinsetzen? Dürfen wir auf dem Mond irgendwann, dass sie irgendwann abends auf den Mond schauen, dann sehen sie irgendwelche Konstruktionen oder sie sehen nachts, sehen sie den Mond leuchten, weil sie eine Mondbasis drauf haben. Ja? Vielfach ja schon in Science Fiction auch schon gesehen. Auf der einen Seite total faszinierend zu sehen, sie gucken da hoch und sehen das. Vielleicht persönliche Note, ich habe irgendwann mal auf dem Jupiter durch ein Teleskop geschaut, einen roten Fleck gesehen. Und dann sagte mein Bekannter, du siehst ein Wetterphänomen auf einem anderen Planeten. Da ist mir das erst bewusst geworden, was das bedeutet. Ich gucke durch so ein Teleskop und ich sehe, was auf einem anderen Planeten geschieht, ne? Der sonst so weit weg ist. Naja, aber also das ist eine konkrete Debatte, die hier auch ein bisschen schon geführt wird. Und Sie sehen ja hier auch diese Zahlen, ne? die sind abgefahren. Also was jetzt hier schon an Satelliten noch hinzukommen wird, was das bedeutet. Das hier sind die kleinen Satelliten. Es gibt verschiedene Klassifikationen, weniger als 250 Kilo. Ich glaube, die machen jetzt weniger als 50 Kilo. Das sind diese ganzen winzigen Satelliten, auch CubeSats, die schwirren irgendwann im Weltraum rum. Aber die holt keiner mehr da weg. Da haben wir nämlich genau das nächste Problem, was da dran hängt. Ja? Genau, ich habe es nochmal reingeschrieben. Vorteil ist natürlich, also sie haben Redundanz. Also das ist jetzt
Als die Russen gedroht haben, Starlink-Satelliten abzuschießen, habe ich ganz viele Journalisten am Telefon gehabt, die gesagt haben, geht jetzt der Star Wars los. So, passiert's jetzt, ne? Also ich sagte, rechnen Sie es mal aus. Starlink hat 3000 Satelliten. Ich kann Ihnen sagen, die Russen können sowieso schon nicht alle Orbits erreichen und die haben mit Sicherheit keine 3000 Raketen rumliegen. Das ist unrealistisch, ja. Was ein bisschen sowieso ad absurdum führt, diese ASAT-Raketen, ob die wirklich so der große technische Trend sind. Na gut, aber das ist eine andere Debatte. Die wird immer noch geführt. Genau, also die Dinger sind eigentlich wahnsinnig redundant. Ne? Wenn ein Satellit von 3000 ausfällt, wenn 10 ausfallen, wenn 100 ausfallen, ich weiß nicht, wie die kritische Masse ist bei Starlink, aber die werden einiges verkraften können. Genau, privatkommerzielle Starlink, Amazon, die hatte ich schon erwähnt. Staatliche Initiativen, genau. Ja, also wo stehen wir jetzt eigentlich? Ne? Also erstmal kann man sagen, Upstream, das ist gerade so das Ding. Ne? Das ist wirklich ein Durchbruch. Also das wird jetzt die Raumfahrt in den nächsten Jahren weiterhin verändern. Das ist tatsächlich vielleicht der größte gordische Knoten, den wir da erlebt haben, der jetzt erst dadurch ermöglicht, was wir an möglichen Zukunften da sehen können. Downstream, da haben wir was mehr. Echte Kommerzialisierung im großen Stil sehen wir hier aber derzeitig nicht, weil die Märkte sind halt nach wie vor immer noch klein und bisher gibt es noch nicht so, dass die Staaten sich wirklich dahinter geklemmt haben, zu sagen, so jetzt realisieren wir diese Zukunftsvision. Ich versuche jetzt hier ein bisschen im Hinblick auf die Zeit ein bisschen hier zu beschleunigen. Also wir gehen hier einmal vielleicht noch das Thema Space Debris. Bei Konstellationen haben wir darüber gesprochen. Das sind 860 Kilometer Höhe. Wir haben hier unten 0, also das ist sozusagen Erdoberfläche. Das ist der Low Earth Orbit. Das ist eine Grafik von 2019. Sie sehen jetzt, wo der hauptsächlich der Space Debris sich auffällt. Und jetzt hier. Ja, das ist ein Problem, weil das ist Megakonstellation. Das ist vielleicht die größte Herausforderung. Und fast alle Satelliten im Low Earth Orbit bewegen sich irgendwo hier. Also die Raumstation ist ungefähr hier unten. Hier, Most Human Spaceflight. Weiter sind wir eigentlich nicht gekommen, bis auf den Mond. Weiter ist auch schwierig, weil darüber kommt einfach ein Ellenbelt, also das alles etwas kompliziert. Aber da sind halt die großen Probleme, auf die uns jetzt gerade erwarten. Ne? Und jetzt kommen wir tatsächlich hier, vielleicht sehen Sie jetzt das Bild, vielleicht erkennen Sie es, vor allem das da. Ich lasse es kurz wirken. Das ist der Film WALL-E. Wenn Sie ihn kennen, Animationsfilm von Pixar. Wo sie jetzt weniger die Menschheit die Erde zugemüllt hat und ein kleiner Müllroboter sozusagen zurückgeblieben ist und die Erde aufräumt. Und der fliegt irgendwann in den Weltraum und man sieht ein wunderbares Bild, erstmal wie die Erde aussieht. Das ist nämlich das hier. Ist jetzt ein bisschen schlecht zu sehen. Sie sehen diesen gelben Film. Das ist im Endeffekt das. Also diese ganzen Objekte, die im Weltraum herumschweben. Wenn Sie mal vom Weltraumkommando What's in Space, also whatsin.space, eingeben beim Browser, dann sehen Sie eine wunderbare Möglichkeit, mal diese ganzen Objekte sich anzuschauen. Also da können Sie wirklich die Bahnen anschauen, da können Sie sich anschauen, welche Satelliten wo sind. Und wenn Sie alles einschalten, dann haben Sie das Gefühl, Sie sehen die Erde nicht mehr, weil überall Punkte sind. Und das sind weitgehend eigentlich nur die Satelliten und dann zum Teil auch Space Debris, weiß ich gar nicht, ob die das anzeigen. Also hier ist sozusagen genau diese Vision, also wir müllen uns eigentlich den Weltraum zu. Und wir haben jetzt schon, es gibt jetzt schon ersten Experten, die sagen, eigentlich haben wir schon den Kessler-Effekt, der ist eigentlich schon längst da. Kessler-Effekt bedeutet, die Sachen vervielfältigen sich. Also Sie haben ein Weltraummüllstück, das stößt mit dem nächsten zusammen, produziert Debris, diese ganze Debris stößt mit dem nächsten zusammen, noch mehr Debris und das ist ein Kaskadeneffekt. Und also da gibt es auch, die habe ich jetzt nicht vorbereitet, ich werde jetzt darauf verzichten, aber jetzt hat gerade die ESA ihren neuen Space Debris Report, glaube ich, heißt der, rausgebracht und Sie sehen ganz viele verschiedene Projektionen und die sehen alle so aus, dass die Graphen das machen. Also wo die Vervielfältigung von Weltraummüll, ne? Alles. Ja, aber wie gesagt, also hier sehen wir sozusagen das vielleicht das größte Problem und es gibt erste Bewegungen hin, so ein Space Traffic Management, also dass man wirklich den Weltraum reguliert, aber ganz, ganz punktuell nur. Letzter Punkt, Demokratisierung, das ist auch tatsächlich nur eine Folie, weil Sie eigentlich nur sehen, es gibt mehr Weltraumagenturen. Die Philippinen haben jetzt eine Weltraumagentur. Warum brauchen die eine Weltraumagentur? Weil sie einen Satelliten haben. Das ist tatsächlich, sehr viel mehr haben die nicht. Aber hier gibt es tatsächlich, wir lesen jetzt nicht alles durch. Das Wichtige hier ist, was Rementeria hier eigentlich schreibt. Also er hält, Demokratisierung ist überbewertet. Das ist Quatsch. Kommt nichts.
Also so diese Hoffnung, dass man irgendwie im Weltraum gemeinsam das agiert, gemeinsame Lösungen sucht, das ist derzeitig eher unwahrscheinlich tatsächlich. Jetzt kommen wir tatsächlich nochmal zu etwas, was ein bisschen stärker in das Mythologische reingeht. Und zwar The Frontier Myth. Das hatte ich in der ursprünglichen Fassung noch ein bisschen stärker ausgebaut. Ich kann da gleich auch gerne noch ein paar Einblicke geben, was man dazu vielleicht sagen kann. Warum ich es jetzt hier Frontier Myth genannt habe, Sie haben es ja vielleicht auch in den anderen Sitzungen schon gehört, im Grunde fußt ja die NASA auf diesem Frontier Myth. Ne? Also da war damals, Kennedy hat in seiner wunderbaren Rice Speech bei der Rice University in Texas 1962 eigentlich so die Amerikaner eingeschworen, darauf jetzt zum Mond zu fliegen. Ne? We chose to go to the moon, investigate and do the other things, not because they're easy, but because they are hard. Fantastische Rede, wirklich, kann man sich so anschauen, das ist fantastisch. Und tatsächlich ist so, hier sieht man schon die Verbindung hin zu Science Fiction. Die kann man hier sehr, sehr deutlich sehen. Und dafür ist vielleicht dieses Bild auch nochmal ein gutes Beispiel. Ich weiß nicht, ob das der eine oder andere vielleicht sogar kennt. Ich werde es Ihnen erklären, was man auch sieht. Sie sehen im Hintergrund, offensichtlich ist das ein Space Shuttle. Dieses Space Shuttle, man sieht jetzt hier nicht, man kann es auf dem so klein nicht gut lesen, heißt Enterprise. Und das hier vorne ist weit überwiegend der Cast der Serie Star Trek. Ja, also hier DeForest Kelly zum Beispiel, Michelle Nichols, Leonard Nimoy. Die NASA hat 1976 auf Entscheid des Weißen Hauses das Raumschiff Constitution, den Orbiter Constitution in Enterprise umbenannt. Es gab eine Petition der Trekkies. Beide, warum ich jetzt dieses Bild ausgewählt habe oder warum ich jetzt hier Star Trek mit reinbringe, weil die sozusagen in den 60er Jahren ganz massiv diesen Space Race eigentlich irgendwie so vorformuliert haben. Ne? Also beide haben so diesen Frontier mit. Was noch ein bisschen fantastischer ist, tatsächlich hier oben dieses Bild, was Sie hier sehen. Das ist von Gerard K. O'Neill. Das sind die sogenannten O'Neill-Zylinder. Ist tatsächlich ein Entwurf. Er war Physiker an der Universität in den USA. In den 70er Jahren hat er dieses Buch geschrieben, The High Frontier. Und da hat er diese O'Neill-Zylinder entworfen. Und er wollte tatsächlich den jungen Studierenden eigentlich eine positive Vision eigentlich zeigen, weil man hatte nach den Eindrücken des Vietnamkrieges einfach eine sehr pessimistische Sicht auf die Zukunft. Also da war einfach so diese Wahrnehmung, Technologie führt jetzt eben nicht irgendwie zu Utopia in Star Trek-Manier, sondern es führt eigentlich viel mehr eher zu einer Dystopie, ne? Also eher zu noch mehr Krieg, zu noch mehr mechanisiertem Krieg, noch mehr seelenlosem Krieg, noch mehr Zerstörung. Und das war seine positive Gegenvision. Und diese Vision, die ist also, Sie sehen, das Ding ist gewaltig, so ist das geplant. Ne? Das ist technisch gesehen, hat er das dann weiter ausgearbeitet und es wäre technisch vermutlich sogar machbar, wenn man diese Materialien aufwenden kann, diese Ressourcen in den Weltraum bewegen könnte. Das gibt es auch in der Science Fiction immer wieder, dieses Thema. Diese Weltenschiffe, wenn man so will, oder diese O'Neill-Zylinder. Also ich hatte eben schon die Serie Babylon 5 erwähnt, die in den 90er Jahren lief, von John Michael Straczynski. Die entwirft nämlich gerade so eine Raumstation, die ganz ähnlich funktioniert. Ne? Die ist ein bisschen, also die Sets sehen nicht so fantastisch aus wie jetzt hier. Aber im Wesentlichen ist das auch eine lange Zylinder, der sich die ganze Zeit dreht, damit man eine Gravitation hat, wo dann die Menschen drin wohnen können, weil sie quasi auf der Innenseite leben können. Und hier ist natürlich die Hoffnung, dieses Ding sich irgendwie, also irgendwie funktioniert, auch in langer Sicht, dass man eben dann ein funktionierendes Biotop irgendwie schaffen kann. Ne? Auch Serien, auch der Film zum Beispiel Elysium, der entwirft auch so eine Raumstation, die im Weltraum schwebt, die ein bisschen so eine Anleihen hier dran nimmt. Genau, also das ist, man sieht hier tatsächlich sehr schön diese Frontier Myth, das ist ein ganz starker Faktor, der auch gerade in den USA in den 60er Jahren einfach diese Weltraumbegeisterung ausgelöst hat. Und was ein bisschen schade ist eigentlich, ich habe so ein bisschen den Eindruck, es gibt so ganz viele disparate Ideen, was man so im Weltraum machen kann, aber dieser große Entwurf, der das irgendwie versucht zu pushen, der fehlt mir tatsächlich gerade. Es gibt viele einzelne Visionen, also Weltraumenthusiasten, die kennen natürlich auch diese Visionen, auch jetzt, ich sag mal so ein Beispiel wie von Jan Wörner, dem ehemaligen ESA-Direktor, das Moon Village ist ja auch so ein Entwurf, der sozusagen auch als Folgeprojekt der ISS fungieren könnte. Aber so dieser große Entwurf, dass sich auch die Politik zu eigen macht, um sozusagen Energie zu mobilisieren, um solche Weltraumprojekte zu realisieren, das ist leider meiner Ansicht nach etwas verstummt zurzeit. Interessanterweise trotz allem auch, und hier ist vielleicht Science Fiction auch nochmal ganz interessant, weil Science Fiction, gerade hier Star Trek, ist
wird ja immer gerne mit diesem Frontier-Mythos auch noch erwähnt, weil der ja auch eben da sehr stark ist. Und während also die NASA eigentlich in ihrer Anlage diesen New Frontier sieht, also sozusagen die potenziellen Möglichkeiten im Weltraum, ist eigentlich Star Trek geht eigentlich hin und sieht mehr oder weniger in der Zukunft diese ganzen Utopien, die präsentiert werden und wirft die über den Haufen. Also die Enterprise Crew trifft ansonsten andauernd auf irgendwelche Gottheiten oder auf irgendwelche Computer, die das Leben managen und sozusagen die ganze Freiheit eigentlich unterdrücken. Und das Erste, was ihnen einfällt, ist, ja, den müssen wir jetzt einwirken und diese Utopie eigentlich vernichten. Ja, also wunderbare Gegenentwicklung eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Wo es vielleicht nochmal tatsächlich utopisch ein bisschen wird, das sehen wir nochmal bei diesen beiden Aufnahmen. Ich weiß nicht, ob Sie diese Aufnahmen kennen. Sie kennen die mit Sicherheit. Sie haben die mit Sicherheit alle schon mal gesehen. Und das Erste ist leider, dieses Bild ist verkehrt. Es ist jetzt so aufgenommen, es sieht aus wie Earthrise, das heißt Rising Earth, so heißt es auch. Apollo 8, 1968 aufgenommen. Das Bild ist falsch, es müsste eigentlich auf der Seite stehen, weil die sind um den Mond herumgeflogen, die sind nicht oben drüber geflogen. Naja, ich habe es jetzt hier aber so kurzfristig auch nicht mehr gedreht bekommen. Das andere ist hier diese untere Aufnahme, die man vielleicht gar nicht im ersten Moment so ganz erkennt. Das ist die Erde, wenn Sie ganz genau hingucken. Na, können Sie es erkennen? Da. Das ist die Erde. Das ist eine ganz spannende Geschichte, weil die ist, glaube ich, auch nochmal so etwas, wo ich auch ein bisschen vermisse, dass wir nochmal solche Vordenker haben. Carl Sagan ist ein ganz großer Astronom in den USA gewesen. Der ist in den 90ern gestorben und der hat auch hauptsächlich zum Beispiel an der Voyager-Mission zum Beispiel mitgearbeitet. Die Voyager-Mission ist eine der Sonden, die sich einmal auf dem Weg durch das Sonnensystem gemacht hat, alle Planeten einmal besucht hat. Sie kennen jetzt auch diese goldene Scheibe, die kennen Sie mit Sicherheit auch, wo Mann und Frau abgebildet sind. Die Tonplatte, die fliegt auf der Voyager mit, auf Initiative von Carl Sagan. Und Carl Sagan hatte unter anderem auch sich gewünscht, dass die Voyager-Sonde einmal sich in ihrem Flug umdreht und ein Foto von der Erde macht. Und das ist dieses Bild, was entstanden ist. Und das ist sozusagen, Sie sehen hier, dieser Streifen hier, das ist auch ungefähr aus der Entfernung vom Saturn. Also das ist der Saturn, das ist einer der Ringe. Und da hat man diese Aufnahme gemacht. Und das ist eigentlich faszinierend, wenn Sie darüber nachdenken. Ne? Weil das ist erstmal so ein Bild, was vielleicht auch nochmal, hat es auch Pale Blue Dot genannt. Ne? Also das ist alles, was auf der Erde geschieht. Und er hat einen wunderbaren Monolog dazu geschrieben, ein wunderbares Hörbuch, also das kann man nur empfehlen, wo er wirklich auch noch schreibt, das ist A Mote of Dust. Und also jeden Menschen, den Sie kennen, gekannt haben und kennen werden, der lebt auf diesen Flecken. Und jeder Krieg, der geführt wird, wird auf diesen Flecken geführt. Also auf diesen Flecken wird auf einem noch kleinen Flecken Kriege geführt. Ja? Und das macht ein Stück weit, ist das auch eine, er sprach auch immer von Astronomy is a humbling experience. Also sozusagen, es ist eine Erfahrung, die sozusagen auch sich bewusst macht, so eigentlich sind wir so winzig klein, ne? Der Weltraum ist so gewaltig groß. Er beschrieb das auch sehr schön, wie sozusagen die Astronomie uns immer wieder ein Stück weit auch, ist immer zu einer Art Herabsetzung der Gesellschaft geführt hat. Also vom ersten Moment des Geozentrismus zum Heliozentrismus wurde plötzlich gezeigt, die Erde ist nicht der Mittelpunkt der Welt. Dann wurde gezeigt, die Erde ist noch nicht mal Mittelpunkt des Sonnensystems. Dann wurde gezeigt, dass die Sonne noch nicht mal der Mittelpunkt des Universums ist. Und plötzlich sind wir eigentlich nur, und das spricht das wunderbar an, sind wir eigentlich nur so eine, ja, ich sag mal, in so einem Hinterhof. Ne? Wir sind so ein Mittelklasse-Stern, der also nichts Besonderes ist. Der ist nicht besonders groß, der ist nicht besonders hell, der ist nicht besonders außergewöhnlich. Wir sind einen relativ uninteressanten Planeten, wenn man so will. Aber auf der anderen Seite bedeutet es schon, sich vielleicht selbst bewusst zu machen, dass man erstmal selbst Teil des Sternenstaubs ist. Wir sind Sternenstaub. Und dass vielleicht trotz allem da auch eine gewisse Chance auch drin liegt, sich bewusst zu machen, dass man, wie klein man eigentlich ist und wie wichtig vielleicht auch diese blaue Perle ist. Ne? Weil es ist, also wenn Sie jetzt Science Fiction sich anschauen, ich sag mal Independence Day oder sowas, oder was in den 50er, 60er Jahren auch immer als Chiffre eher auf die Russen gesehen worden ist, diese Alien-Invasionsfilme, wo die Aliens kommen und die einen Planeten irgendwie versuchen einzunehmen, warum sollten die auf die Erde kommen? Also die Erde ist überhaupt nichts Besonderes, wir haben ja nichts Besonderes. Ja, das Besonderste, was vielleicht die Erde noch zu bieten hat, Bäume. Das ist vielleicht tatsächlich das, auf eine Universum, also im Universum gedacht, ist es das vielleicht Seltenste, was es hier gibt.
Aber Sie können Mineralien wunderbar zum Asteroiden fliegen. Da gibt es Asteroiden, Psyche 16 zum Beispiel, 85% Metall. Da geht man davon aus, wenn man da das rausholt, man geht davon aus, dass da Gold drin ist. Das weiß man nicht so ganz genau. Mittlerweile sind sie auch nicht mehr so ganz sicher. Aber am Anfang waren sie der Meinung, es besteht überwiegend aus Gold. Dann ist der Goldpreis wertig. Dann haben wir so viel Gold hier, dann wissen wir gar nicht mehr, wohin damit. Ja? Also die Erde ist eigentlich nichts Besonderes, wenn man so will, für ihre Mineralien oder für ihre Rohstoffe, aber tatsächlich dafür, dass wir eben den blauen Planeten haben. Und das finde ich vielleicht noch die positive Botschaft hier, die positive Utopie auch, wie sozusagen uns Raumfahrt helfen kann, einmal zurückzublicken, hier im ganz übertragenen Sinne, im ganz bewussten, im ganz bedeutsamen Sinne, zurückzuschauen und sich bewusst zu machen, wir haben auch nur diese eine Erde. Warum fliegen wir eigentlich zum Mars, wenn wir doch diese Erde haben? Das ist der perfekte Planet, das perfekte Raumschiff, wenn man so will. Ne? Und diese Aufnahmen haben unter anderem dazu beigetragen, dass eben auch diese ganze Umweltbewegung ganz massiv eigentlich angefangen hat, als solche so zu funktionieren, weil man erstmals gesehen hat, wie sieht die Erde eigentlich von außen aus. Ne? Also da ist, glaube ich, vielleicht sogar die erste Aufnahme noch wichtiger, weil es die erste Farbaufnahme der Erde ist. Die allererste, die jemals gemacht worden ist. Es gibt die ersten Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die haben sie gemacht, als sie damals die erste V2 getestet haben, also die Amerikaner, 46 war das, meine ich. Da sind sie hochgeflogen, haben so eine Schwarz-Weiß-Aufnahme, ganz pixelig. Die Ingenieure waren begeistert, weil sie erstmals die Erde von außen gesehen haben. Aber das war sozusagen das Bild, was auch in die Populärkultur eingegangen ist. Ne? Und dazu haben dann die drei Astronauten unter Führung von Jim Lovell auch noch Genesis zitiert. Also am Heiligabend, 24. Dezember 1968. Tolle Geschichte. Ja, und das hier eben auch ein wunderbares Bild. Ne? Also ich denke auch jedes Mal daran, was macht man sich so Gedanken über so viele Dinge. Ja. Nein, das obere ist vorher gemacht worden, 1968. Ich habe jetzt, genau ein Datum habe ich hier nicht, die Voyager waren sind in den 70er Jahren gestartet. Das muss 76 oder 77, glaube ich, gewesen sein. So, kommen wir jetzt auch, wir sind auch schon am Ende, keine Sorge, ich komme jetzt zum Ende. Also vielleicht kurz mein Fazit aus diesem wilden Ritt. Die Militarisierung wird ein Problem bleiben. Kommerzialisierung ist doch begrenzter, als wir uns das vielleicht gerade vorstellen, aber es bleibt halt total unsicher, was da geschieht. Ich glaube, wenn es da einmal den Durchbruch gibt, gerade Asteroidenbergbau, wenn die Preise zum Beispiel weiter fallen, wenn es die ersten Staaten gibt, die sich dahinter klemmen, dann kann das eine unheimliche Revolution auslösen. Dann können wir wirklich dahin kommen, Fabriken im Weltraum zu bauen, Asteroidenbergbau zu bauen, die ganzen Schwerindustrie auf der Erde zu verbannen und vielleicht tatsächlich, wenn man darüber nachdenkt, unsere blaue Erde zu erhalten. Warum müssen wir unseren Planeten verpesten und die ganzen grünen Landschaften umgraben, wenn das doch eigentlich das Wertvolle ist, um da irgendwelche Mineralien rauszuholen, die wir auf irgendwelchen Asteroiden für also zigfach bekommen. Ne? Bleibt aber natürlich die Frage, kriegen wir das vernünftig hin? Da komme ich gleich noch drauf. Genau, Demokratisierung sehe ich derzeit leider auch keine echte Demokratisierung, auch wenn es zu wünschen wäre. Was mir persönlich hier fehlt, das habe ich jetzt auch gerade nochmal klar gemacht, also so nach Carl Sagan fällt mir keiner ein, der so wirklich nochmal so einen großen Entwurf gemacht hat. Michio Kaku zum Beispiel ist so ein Physiker in den USA, der hat so eine ähnliche Sprache, die der verwendet, oder Neil deGrasse Tyson oder auch Bill Nye, die sind dann noch große Weltraumenthusiasten, aber ich glaube so, hören Sie sich mal Carl Sagan an, das kann man bei YouTube sich anhören und man kann sich das Hörbuch runterladen oder das Buch lesen. Das ist eine tolle Sprache, die er benutzt, die vielleicht auch wirklich so ein Eye-Opener sein kann. Aber derzeitig fehlt mir irgendwie so das große Grand Narrative, ne? Also wo vielleicht noch Star Trek dazu beigetragen hat, die Begeisterung auch in die Wohnzimmer zu tragen, fehlt mir persönlich ehrlich gesagt gerade so das positive Zukunftsbild, was mir sagt, that is it, ne? Interessanterweise, die kamen so vor ein paar Jahren. 2017 gab es so eine Serie zum Beispiel Mars bei National Geographic und die haben es geschafft, Spielfilmszenen sozusagen so den Kolonisation des Mars zu extrapolieren und dann immer wieder zum Beispiel Elon Musk zu Wort kommen zu lassen und dann auch Experten, so Zubrin zum Beispiel, der ein großer Mars-Advokat ist, die dann versucht haben zu erklären, wie könnte das ablaufen, wenn man zum Mars fliegt. Die Serie hat, glaube ich, 3 Staffeln. Es gab ein paar andere Serien und Filme. Der Marsianer kam in dem Zeitpunkt raus. Aber der Trend ist schon wieder fast weg. Und derzeit erkenne ich dann leider nicht so richtig die große kulturelle Bewegung in die Richtung. Ja, und die Herausforderung vielleicht hier nur zusammengefasst. Also Space Debris bleibt ein Problem.
Die rechtliche Dimension ist ein Problem, also gerade Asteroidenbergbau und viel größer vielleicht die Frage nach Gerechtigkeit und Ethik. Was sollten wir eigentlich im Weltraum tun und wie sollten wir es tun? Und vielleicht sollten wir auch gar nicht so den Blick immer in den Weltraum richten und sagen, wir müssen unser Heil im Weltraum suchen und die multiplanetare Spezies werden. Vielleicht ist es vielleicht sogar besser, wenn wir uns auf die Erde konzentrieren und diese Einzigartigkeit dieser Erde eigentlich bewahren, weil die kann uns am Leben halten. Der Mars kann das nicht und kein anderer Planet kann das. Zumindest nach derzeitigem Stand. So, und jetzt passenderweise komme ich jetzt noch mit Carl Sagan mit so einem Kommentar. Das ist aus dem Buch Kosmos. Beziehungsweise er hat eine Serie gehabt. 1980 und 85 kam das Buch raus. Und dieses eine Zitat nehme ich raus. Man kann wahnsinnig, ich könnte einen ganzen Vortrag dazu machen, nur diese Zitate zu bringen. Aber ich bringe jetzt nur diesen raus. Herman Melville in Moby Dick spoke for wanderers in all epochs and meridians. I am tormented with an everlasting itch for things remote. I love to sail forbidden seas. Und jetzt eigentlich den wichtigen Teil finde ich hier noch. Maybe it's a little early, maybe the time is not quite yet, but those other worlds promising untold opportunities beckon. Silently they orbit the sun, waiting. Und ich habe das jetzt noch ausgewählt, um vielleicht einfach nochmal vielleicht darauf hinzudeuten, zu sagen, vielleicht müssen wir jetzt gar nicht auch diesen ganz großen Wurf haben. Vielleicht müssen wir nicht in 15 Jahren irgendwie, keine Ahnung, Solarfarmen im Weltraum haben und andauernd irgendwie in den Weltraum fliegen, Mond- und Marskolonien schaffen. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen warten. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, wenn wir uns noch ein bisschen Zeit lassen und erstmal unsere irdischen Probleme, wie zum Beispiel Militarisierung oder geopolitische Konflikte, erstmal beiseite zu legen, um dann vielleicht zu warten, dass wir wirklich bereit sind, in den Weltraum vorzustoßen. Und vielleicht noch ein anderes Beispiel. Bei YouTube gibt es noch ein anderes tolles Video, Wanderers von Erik Wernquist. Also Wanderers, wie er hier auch von Wanderers spricht. Ist ein wunderbares Video, was auch Zitate von Carl Sagan benutzt und dann eben tatsächlich so Science-Fiction-Szenen eigentlich zeigt. Wenn ich jetzt noch Zeit hätte, würde ich es zeigen, aber ich glaube, wir gehen jetzt lieber in die Diskussion, weil sonst wird es, glaube ich, ein bisschen viel. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus